Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir euch kurz vorstellen, wie ihr von Lumos, warte, wir machen mal hier diese Ansicht, Turn Signal Mount, also diese Halterung für, so sieht das gute Stück aus, mit der Verpackung bei euch ans Fahrrad anbringen können, quasi in der Regel an den Sattel. Wir haben aber schon manche Rezensionen gelesen, dass es nicht immer funktioniert, quasi habt ihr diesen Bereich, die da quasi einstellen können. Das Gute ist, hier gibt es quasi zwei Dreher dabei. Immo-Schlüssel, das ist der Fachbegriff, genau, könnt ihr quasi hier montieren. Ihr habt die Schrauben zu befestigen und lösen. Dann ist es quasi so, ihr habt hier kommt quasi diese Halterung. Ihr habt ja normalerweise euren Firefly, halt, so hier installiert, in dieser Schale. Aus. Das könnt ihr dann hier in dieses Bippus hier so draufsetzen. Was ganz interessant ist, ich habe dann quasi nochmal hier im Lieferumfang, das kann ich nochmal zeigen, auch entsprechende kleine Schrauben enthalten. Das sind hier die Schrauben. Damit könnt ihr quasi hier diese Halterung für den Firefly hier in diesen Schrauben befestigen. Dann müsst ihr quasi mal hier check raus rein machen. Das funktioniert ganz gut. Was ich persönlich jetzt noch nicht festgestellt habe oder weiß, wofür diese Halterung da sind und diese Stifte. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann sind wir alle schlauer. Und dann könnt ihr das quasi auch hier nochmal in der jeweiligen Höhe positionieren. Hier habt ihr quasi auch nochmal den Immo-Schlüssel, dass ihr das entsprechend anpassen könnt. Grundsätzlich gibt es hier nochmal eine Bedienungsanleitung dazu. Genau, hier habe ich nochmal geguckt, wofür das, diese Dinger sind. Ich habe es jetzt leider nicht gefunden. Das soll es schon gewesen sein. Viel Spaß. Wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt die gerne drunter. Gerne könnt ihr natürlich auch ein Like hinterlassen.